Stefan Neuner wird nun gegummistiefelt im Sadomaso-Studio. Wir freuen uns alle darauf. Live bei Lara Schneider, das Baby Neuner wird gleich geschlachtet von Metzger India. Und da schauen wir mal, dreh mal um, denn solange er die Hände nicht dabei. Ja, das ist doch in die Windel. Das hat er reingemacht schon. Aber er hat schon mit Idioten. Dem, er hat schon mit dem Gedanken gespielt. Verdammt, Idioten! Muss man dann von hinten also ich, dann müsst du mir jetzt helfen. Ja, ohne Klamotten. Ja, und die Windel muss doch noch an. Ja. Ist halt das ist witzig. Guck mal, was ich gerade durchgemacht habe. Ja, natürlich. Nein, könnt ihr mich nicht ganz normal foltern? Ich will keine Windel tragen. Das ist auch eine Folter, das ist auch eine schöne Art. Wieso muss man eine Windel tragen überhaupt? Komm. Das ist ein Eingriff. Wenn ich eine Windel trage. Wieso muss man eine Windel tragen? Was passiert damit? Guck's mal, wir probieren es aus. Am Ende schauen wir, ob wir es rausschneiden oder nicht. Aber probier's jetzt mal an. Stell dich jetzt an. Nein, ich will es nicht. Guck mal, du hast schon viel lächerliche Sachen auf der Bühne angehabt. Jetzt ich habe privat den lächerlichen gemacht, aber ich weiß nicht, eine Windel ist. Jetzt mach das doch mal. Das ist witzig. Okay, okay, dann zieh ich eine Windel an. Kein Problem. Okay, und dann zieh das noch drüber. Das mache ich dir dann hinten zu. Geh ins Bad. Sie an. Okay, okay. Ja. Riecht vor allem toll. Findest du auch, ne? Ich finde auch, dass es dir angenehm so, riecht. So. Lara, was ist denn das für ein Duft, den du da im Angst? Du hast so einen angenehmen Duft. Erzähl mal, Dominik. Ich fand's leid, also ich hoffe. Schaust der Holt aus. Das war schon schwierig so von der. Also es war schon übel. Du bist aber härteres gewählt. Nee, gar nicht. Wie war es denn, wir Dominik? Das immer so, wenn du Stefan rumzickt, sagst du, das wäre aber witzig. Und dann, so, ich trage jetzt eine Windel. Sag mal. Oder das oh, wie süß. Oh, okay, wollte ich gerade sagen. Was ist das? Du könntest einfach pissen, nicht wahr? Das riecht super. Ja. Bitte, komm her. Ja, das ist schön. Das ist schön. So. Also, ich fühle mich wie jemand. Okay. Du siehst, wie als hätten wir letztens erst zum König geboren gespielt. Hallo! Rolle des Judas. Geh mal durch, geh durch. Rolle des Johannes eigentlich. Na, Rolle wo ist des denn Johannes. Mein Mann? Du siehst ja echt. Musst du sagen, der ist seit 20 Jahren tot. Der ist seit 20 Jahren tot. Der ist auf links, das ist verkehrt rum. Ah, das ist verkehrt rum. Okay, Stefan, nochmal richtig rum. Hilfe, ich will ein anderes haben. Ah. Oh, guck hier. Ach, du siehst so voll süß aus. Findest du? Hau ihn mal. Ja. Hm, deshalb will man gar nicht draufhauen, weil es so süß aussieht. Findest du? Ja. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich total gedemütigt. Auch mit ach so. Ach nein, ja. Ich finde eher so, du hast was von so einem Baby. Konzept verstanden. Mit Bart, Baby mit Bart. Ich meine, stehst du auf Baby mit Bärten? Also so gerade finde ich das ganz süß, ehrlich gesagt. Lass uns mal ein Gerät finden für dich. Okay. Oh ja. Komm, wir suchen ein Gerät für dich. Ihr müsst mich doch hochgehen. Wieso ist er eigentlich so? Und Max ist schon wieder voll drin. Moment, kannst du auch so eine Folie? Ich würde fast sagen, da. Hier? Ja. Okay, wie mache ich das? Du musst dich auch mit Bäuchlings. Bäuchlings? Ja, so hinlegen. Nein, ich ziehe jetzt keine Maske auf. Nichts, nichts, keine Maske, keine Maske. Nein, ich komme mal. Nichts da, ich ziehe keine Maske auf. Das ist ein Schweinchen. Nee, das ist irgendwie so. Das ist schön. Er wird zum Schluss die Schweinemaske tragen. Aua. Soll ich das wirklich? So, wie macht denn das Schwein, ne? Wie macht der Schwein? Hör auf, du soll grunzen. Wenn er nicht grunzt, dann gibt es nicht mehr Grunzen. Wie macht das Schwein, der Kinder? Oh, eins, das hört sich aber nicht gut an. Oh. So grunzt kein Schwein. Zwei. Ja, geht das noch ein bisschen lauter? So richtig laut? Richtig laut. Das ist aber kein Schwein. Das ist irgendwie ein Pferd. Oh, Alter, das geht. Oh, check this map.
von hinten an unten weg, sonst erstickst du mich. So. Erzähl mal. Warte. Hallo. Wie geht's dir so? Ich weiß nicht, es ist schon krass. Soll ich das jetzt mal machen? Vielleicht geht's dir dann besser. Ja, mach mal jetzt. Ja, mach doch. Das ist zu dir, so weicher. So, jetzt haben wir ja eigentlich jeder mal. Jetzt können wir ja eigentlich. Ach. So, Stefan. Ja, sind wirklich. Ich hab ein bisschen geschwitzt, muss ich sagen. Ja, ist normal, ne? Ja. Hast du doch gut gemacht. Aber ohne Scheiß. Bei Fanpass und das sieht echt süß aus. Das wird man gerade angehen. Würdest du sagen, es gefällt dir? Ja, hab ich gesagt. Also, jetzt. Gut, jetzt gehst du mit den Füßen hier drauf und mit dem Rücken dran. Mit dem Rücken, dann sehe ich ja alle. Also, ja, das ist ja auch wundersam. Achso. Ich verlange, dass eine Maske aufgesetzt wird. Aber jetzt, ich habe ja nichts zu verlangen. Na, was? Jetzt hast du es gelernt. Wie fühlst du dich? Nicht so. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das. Oh Gott. Ist ja ganz schön dünn, ne? Ich kann Ballbasteln spielen, weil du ja voll knallst mit dem Fuß nirgends gehst. Was für Spiel? Ballbasteln. Das auf jeden Fall. Ballbasteln. Ballbasteln, das ist dann, wenn die Balls. Hier, Freund, Handball. Hier ist doch. Scheiße. Scheiß Gefühl. Jetzt gerade eben. Ach so. Das ist toll. Das geht dann so. Und dann. Guck, wie das schön gewirkt. Kann man dran ziehen. Achso. Gäste. Warte, heute Morgen eigentlich. Warum hast du gemacht? Au. Was hast du gemacht? Ich war mit Stefan Neuner am Pool. Stefan Neuner am Pool. Was habt ihr beide da gemacht? Halt bloß dicht. Was habt ihr da gemacht? Halt dich, verdammt! Sag's mir! Das ist wirklich wie in der Welt, in der Kriegsgefangene, verdammt! Was hast du getan? Verrat! Du hast uns alle verraten. Und ihr beide? Du! Nein! Au! Au! Ich werde es niemals sagen. Du wirst es niemals sagen. Ja, ja, will ich. Ich wusste, ja, das ist nur gerecht, ja. Sie sind. Ach nee, ey. Die hat nicht mal Augen. Mm-mm, oh, komm, also mm-mm. Auch hat sie. Komm, in die hauen mal währenddessen. Komm, damit der weiß, wo es lang geht. Oh, das ist ja voll kacke. Ja. Ja, das macht das Ganze. Oh, das ist voll kacke. Das will ich nicht sagen. Ja, das ist der Teil der Situation schon mal. Und du musst aufhören, dich so anzustellen. Das ist nicht mal mein Mund. Boah, das sieht heftig aus. Boah, das ist voll kacke. Guck. Das ist echt voll kacke. Ah, jetzt. Boah. Ja. Guck, zack. Boah, das ist voll kacke. Alter. Ganz lustig, ne? Dominik auf dem Stuhl. Stefan mit der Schweinsmaske. Hat er schön gelacht. In der Windel hast du vergessen. Ja, in der Windel hat er gelacht. Dann Dominik sinnlos in dich reindrescht und du kannst einfach nichts machen, dann ist es, glaube ich, anders, als wenn es die nette Dame macht. Ein kurzes Statement meinerseits. Der Dominik meint es zwar, er spielt in meinem Team, aber Arschloch. Kann man eigentlich Teamspieler auch abschließen? Sieht aber extrem scheiße aus, hätte ich gewusst, dass man mich aufnehmen würde. Kann man Teamspieler? Frankie Feuer kann ich euch gerne einschalten, aber bei jeder gegen jeden ist ja sozusagen niemand in deinem Team. Wir spielen jetzt alle gegen alle. Ja, alles klar, okay, dann nehme ich das zurück, dann wird der Dominik sowieso zerstört. Ah, ganz kurz. Alle auf den Dominik, in dem Fall ich mit voller Kraft auf Dominik.